Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen, ja, Mama Breaking News Video. Denn jeder weiß, es ist ein neuer, brandneuer Exclusive, ja, Dominos erschienen. Das war ja ursprünglich ein Joke, so gesehen ein April Fools oder ein April Joke. Aber ist es jetzt wahr geworden? Und das Ding ist, Roblox schlachtet dieses Item so hart heftig aus. Erst hieß es in der Description, es ist ein Exclusive Toy. Aber die Beschreibung hat sich jetzt geändert. Und jetzt steht hier: Be one of the lucky few to obtain this rare, ultra limited Chaser Item from the SDCC 2019 Exclusive Roblox Toy. Jetzt fragen sich bestimmt die meisten Leute, was ist denn die SDCC 2019? Es ist ganz einfach. Es ist die San Diego Comic-Con International oder halt, ne, es ist eine Comic-Con in San Diego. Das heißt, was ich mir vorstellen kann, ihr müsst nachts, also die Leute, die halt in San Diego leben oder in den USA, die müssen zur Comic-Con gehen. Dann müssen die extra zu anscheinend zu einem Roblox-Stand gehen, müssen sich da ein Item kaufen, oder ein Toy-Code. Da wird dann dieser Exclusive-Toy drin sein. Also ihr könnt dieses Item nur, wenn ihr in San Diego seid, sein, also bekommen, in diesem Comic-Con. Wenn ihr nicht da seid, könnt ihr ihn nicht bekommen. Ihr könnt ihn auch nicht irgendwie im Walmart, über Amazon oder sonstiges bekommen. Oder wie auch immer die halt bekommt, ne? Die könnt ihr nicht so bekommen. Ihr müsst auf die Comic-Con gehen anscheinend, so wie ich es vermute. Und müsst dann da das Toy-Code kaufen und einer der few lucky winners sein, die ihr halt bekommen. War natürlich klar, dass Roblox das nicht zulässt, dass jeder bekommt. Wäre auch mir ein Wunder gewesen, dass jeder Fünfte mit einem Dominus rumlaufen könnte. Aber wie gesagt, ihr müsst halt auf diese Comic-Con gehen und dann könnt ihr diesen tollen Dominus hier euch gönnen. Ja, muss ich schon sagen, also für den April Foods, ja, man muss sagen, er sieht schon richtig Baba aus, ne? Da kann man gar nichts sagen, ne? Hier, wenn man so guckt, so. Okay, das Original fand ich jetzt ein bisschen besser, meiner Meinung nach, weil hier anscheinend ja das Rote fehlt, komischerweise. Aber ich finde, man hat den Hype ein bisschen schon ausgeschlachtet, um ehrlich zu sagen, weil das ist schon heftig, den so heftig auszuschlachten und gleichzeitig auch neben doch als Toy-Code zu vermarkten. Besser finde ich, wenn es ein Limited wäre. Vielleicht wird es auch noch ein Limited wieder Perfectus, der Dominus Perfectus, der ja eigentlich auch erstmal ein Item war, das man nur bekommen konnte, wenn man halt für 31.000 das Geschenk gekauft hat und nachher halt gewartet hat, dann wurde halt Limited. Und ich könnte auch gut vorstellen, dass der Dead Dark, die Dominus, auch Limited wird. Und ich würde sagen, dies war's mit diesem kleinen Breaking Short News Video. Ich muss mal kurz rausbringen, das hat mich gerade übelst gehypt. Und ja, dieses Item, ja allgemein schon im Hype ist, muss es einfach mal raus. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr hier Ehrenmänner seid oder Ehrenfrauen, einfach ein Abo da. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, und ciao.